News der Woche Nummer 29, 2023. Einige Festivals sind vorbei, wie vom Energy Festival führt oder Digital Festival Nürnberg. Vier Tage lang konnten BesucherInnen und Besucher gemeinsam tanzen, lachen und Musik von Bands genießen. All das war beim Donaufest in Dettendorf möglich. Über 110.000 BesucherInnen besuchten das Festival und wurden von zahlreichen Highlights begeistert. Am Sonntag gab es eine faszinierende Oldtimer-Ausstellung zu bestaunen, während am Samstag die BesucherInnen die Möglichkeiten hatten, an einer aufregenden Sprichtour auf dem Wasser teilzunehmen. Ein weiteres Highlight war die beeindruckende Vorstellung der Reiterstaffel aus Berlin von der Polizei. Vier Tage. Auf den Energy Spar-Festival in Fürth hatten die BesucherInnen die Möglichkeit, sich von Experten über das Thema Energieeinsparung informieren zu lassen, wie die Finanzierung von einer Photovoltaikanlage oder Wallbox für das E-Auto. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch Preise vom Oberbürgermeister Thomas Jun zum Thema Stadtradeln verliehen, um diejenigen zu ehren, die am meisten mit dem Fahrrad durch Fürth gefahren sind. 11 volle gelbe Tage liegen nun hinter den BesucherInnen und Besucher der Digital Festivals. Das Festival, das insgesamt 11 Tage dauerte, lockte über 50.000 BesucherInnen an. Ein Highlight war die offene Redaktionssitzung der freien Journalisten Relevanz Reporter. Diese Veranstaltung ermöglichte es den Teilnehmern, kritisch Themen zu diskutieren und gleichzeitig Vorschlag für Verbesserung und Veränderung einzubringen. Das Digital Festival war ein großer Erfolg und wird im Juli 2024 erneut stattfinden. Das war die News der Woche. Von dieser Woche relativ viele Veranstaltungen haben wir Besuch. Wenn ihr mal Themenvorschläge habt, schreibt euch uns in die unter dem Video rein oder schickt eine Mail und dann seid auch ihr oder das Thema das nächste Mal in einem Beitrag bei uns drinnen. Aber das waren auch schon wieder die News der Woche von dieser Woche. Habt eine schöne Woche und hoffentlich kommt bald wieder Reden. Und damit macht gut, bleibt gesund, schönen Abend oder schönen Tag, schöne Woche. Tschüss.